Wenn der letzte Putt bei den Phoenix Open gelocht ist, zieht die große Party weiter ins benachbarte Bird's Nest. In Fußweite vom Stadium Course gelegen, finden hier mehrere tausend Besucher allabendlich den Anlaufpunkt schlechthin während des Turniers. Für reichlich Getränkenachschub ist selbstverständlich auch gesorgt. Incredible. Es ist unglaublich. Es ist 8 Uhr, aber wir sind schon seit 12 Stunden auf den Beinen. Großartig! Wir lieben es hier. Im Inneren des Zeltes heizen DJs und Bands die Stimmung an. So gaben sich unter anderem schon Run-DMC, Huey Lewis und Local Hero Alice Cooper die Ehre. Wer über den Turniertag hinweg noch nicht genug getrunken, gefeiert und geflirtet hat, ist im Bird's Nest gut aufgehoben. Die Stimmung ist ausgelassen und das Publikum bunt gemischt. Jede Alters- und Einkommensklasse ist vertreten. Die regulären Partys nach Golfturnieren sehen definitiv anders aus. Ich habe gehört, dass hier alle durchdrehen und wie verrückt feiern. Die Stimmung soll toll sein und ich glaube, wir sind gerade auf dem besten Weg dorthin. Je später der Abend, desto ausgelassener das Publikum im Bird's Nest. Egal ob auf der Bühne oder im Zuschauerraum, es ist immer etwas geboten. Die Ticketpreise für die wilde Party starten bei $25, können aber bis auf $175 für einen Abend steigen. Der VIP-Area sei Dank. Es ist wirklich großartig hier. Bands, viel Spaß, tolle Drinks, einfach insgesamt eine super Party. Auch der VIP-Bereich lässt keine Wünsche offen. Ein großes Sushi-Buffet, diverse Bars und eine gemütliche Raucherecke sprechen hier eher den entspannten Partybesucher an. Gefeiert und geflirtet wird im Inneren des Bird's Nest. Es herrscht eine wunderbare Atmosphäre. Die Leute sind toll, die Musik ist super und die Drinks ebenfalls. Außerdem trifft man unheimlich viele lustige Menschen. Eine Woche lang bietet das Bird's Nest allen Feierwütigen eine nächtliche Anlaufstelle. Alkohol, Live-Musik, Tanzen und Flirten. Hier findet all das, was tagsüber bei der Greatest Show on Grass begonnen hat, seinen Höhepunkt. Gegen Mitternacht schließt das Bird's Nest seine Pforten und die Partymeute zieht weiter in die zahlreichen Clubs von Scottsdale, sofern die Füße sie noch tragen. Darf ich vorstellen, Martin Keimer, 29 Jahre aus Mettmann, Deutschlands bester Golfprofi. Vor knapp 4 Jahren hat er sein erstes Major gewonnen, die PGA Championship. Vor 2 Wochen mit der US Open sein zweites. Damit hat sich Martin Keimer im Kreise der ganz Großen etabliert. Neben 20 Turniersiegen in aller Welt hat er zudem zweimal den Ryder Cup mit dem Team Europa gewonnen. Aktuell wird er in der Weltrangliste